So, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Teil 2 der Serie, wie entspanne ich oder wie kann ich meine Muskulatur zum Entspannen bringen, die Atemmuskulatur, ja. Im letzten Teil ging es darum, wie ich den mittleren Trapezius oder den ganzen Trapezius, sage ich mal, zum Entspannen bringe. Und ich hoffe, es hat schon mal so ein bisschen geholfen, ja. Wenn ihr Fragen habt und so weiter, könnt ihr mir nochmal auch mal gerne persönlich schreiben. Jetzt geht es in dem Video darum, was ich noch machen kann oder welche Muskulatur noch daran beteiligt ist, die eben auch verhärtet sein könnte und die man, sag ich mal, eben auch zum Entspannen bringen kann. Ja? So, generell haben wir erstmal an Atemmuskulatur noch den sogenannten Serratus anterior. Ja? Das heißt, der Serratus, so, kann ich mit der Kamera ein bisschen näher kommen, der Serratus ist ein Muskel, der setzt quasi hier hinten am Schulterblatt an, in diesem Bereich, ja, und geht vor allen Dingen von hier hinten nach vorne auf eure Rippen drauf. Ja, geht quasi von hier unten, also sprich, wenn man jetzt hier hinter gucken würde, ja, geht da von hinten dadurch an die vorderen Rippen. Oder man nennt ihn auch den Sägezahnmuskel. Ja. Jetzt habe ich hier mal mein iPad. So, jetzt könnt ihr es sehen, dass diese Muskeln hier, diese Sägezahnmuskeln da, ja, das ist der Serratus anterior. Ja. Und dieser Muskel ist eben dafür da, dass euer Schulterblatt eben nach außen gedreht wird, also eben rotiert wird. Ja. Das heißt, das Schulterblatt wird nach außen angehoben und das unterstützt die Atmung nochmal signifikant, damit die Rippen eben, sag ich mal, auch nochmal ausweiten können. Ja. So, wenn wir jetzt natürlich trainieren, machen Schulterdrücken, also alle Druckvarianten, also alle Übungen, bei der, sage ich mal, das Schulterblatt immer noch sag ich mal, an den Brustkorb fixiert werden muss, ja, arbeitet dieser Serratus, ja, damit eben dieses Blatt dran bleibt oder fixiert wird. So, wenn wir natürlich jedes Mal dann Vollgas geben oder ne, trainieren, dann wird dieser Muskel eben verhärtet. Und jede Verhärtung, wie ich schon oft gesagt habe, bringt den Muskel dazu, dass er eben durch die Verhärtung nicht mehr mobil ist und, sage ich mal, eben nicht mehr richtig funktionieren kann. Also nicht mehr sich richtig anspannen kann, weil er eben nicht mehr sein volles Leistungspotenzial hat. Ja? So, jetzt ist die Frage, wie können wir den locker kriegen? Ja? Das heißt, wir können, wie auch beim Trapezius, können wir auch den Serratus anterior eben platt machen mit einem Lacrosseball. Ja, das geht. So, folgendermaßen. Sieht jetzt sehr, sehr schick aus, was ich mache. Ganz ruhig nochmal von der Seite kommen. So, ihr könnt zum Beispiel den Lacrosseball nehmen, macht euren Arm weit nach oben und nicht nur euren Arm strecken, weil das wird nicht ausreichen. Ihr müsst versuchen, euer Schulterblatt nach oben zu ziehen. Ja? Also als würdet ihr euch morgens so strecken. So, ja? Also wirklich, als würdet ihr nach dem Aufstehen euch strecken wollen. Jetzt drückt ihr diesen Lacrosseball in den Muskel rein, ja? In diesem Bereich hier. Ihr werdet das schon merken. Ja? Drückt den hier an der Seite rein, unterhalb der Brustwarzen. Und dann geht ihr einfach quasi hin und her auf diesen Stellen. Ja? Bis oben an die Achselhöhle. Ja? Und geht hin und her bis unten an die Rippen. Also einfach oben seitlich an den Rippen dran. Ja. Verschiedene Bereiche. Und ihr werdet auch merken, wo es schmerzt und so weiter. Manche von euch werden denken, oh Gott, was ist das denn nur? Ja, der Kameramann hat das auch schon erlebt. Und immer weitermachen. Die Schulter oben lassen. Ja. Oben lassen. So. Währenddessen wir quasi die Schulter gerade nach oben gezogen haben, wird dieser Serratus auch gerade angespannt. Ja, deswegen wird es auch ein bisschen mehr schmerzen. So, wenn ihr das, sag ich mal, ungefähr 20 Sekunden gemacht habt, entspannt ihr euren Arm, eure Schulter, ja, damit dieser Serratus eben auch wieder entspannen kann. Jetzt wird er eben mit Blut gefüllt. So, jetzt wartet ihr ungefähr 10 Sekunden ab und macht das Gleiche nochmal. Wieder Arm strecken, Schulter hochziehen mit dem Nacken, ja, also nicht den Arm irgendwie nach oben nach was greifen, sondern wirklich aktiv die Schulter nach oben anziehen, also schwaggen für die Sportler unter euch. Ja. Wieder dran. Und jetzt versucht ihr quasi mit dem Ball noch mehr Richtung Achselhöhle zu gehen. Ja. Da werdet ihr immer mehr merken, aha, zieht immer noch, aber geht besser. Ja.
So, das ist schon mal eine Variante, was ihr machen könnt. Ja? Und im Regelfall wird das eigentlich auch reichen. Und mach mal die Kamera ein bisschen höher. Im Regelfall wird das auch reichen, dass ihr auch hinterher, sag ich mal, Unterschiede merkt, ja, gerade beim Atmen. Ja? Es wird natürlich eine Zeit lang dauern, bis der Muskel, sag ich mal, wirklich erstmal zur Entspannung kommt, weil das Blut jetzt erstmal reinfließen muss. Und wenn das Blut erst im Muskel drin ist, mit Nährstoffen etc., dann wird der Muskel sich auch erstmal komplett entspannen, ja, weil er eben alles hat, was er vorher nicht bekommen hat durch die Verhärtung. Je nachdem, wie lange ihr die Verhärtung schon habt und so weiter. Also wieder individuell. Ja. So, und das sollte eigentlich erstmal reichen. Und es kann natürlich auch sein, dass dadurch eure Wirbelsäule mal knackt, weil eben, sag ich mal, irgendwelche Blockaden entstanden sind. Weil bei vielen Leuten, sag ich mal, die Rücken trainieren oder eben Military Press, also vertikales Drücken, machen, da passiert es oft, dass, sag ich mal, dass durch den Tonus der Muskulatur Wirbelgelenke quasi blockieren, also Wirbelsegmente. Ja? Und wenn dieser Tonus aus der Muskulatur nicht herausgeht, dann bleiben diese Blockaden drin. Ja? Und dann kann es wieder zu Störungen im vegetativen Nervensystem kommen, etc. Also Puls erhöht, Blutdruck erhöht, ja? Etwas Unruhe, je nachdem wie trainiert man ist oder nicht trainiert. Und das sollte euch eigentlich helfen. Ihr könnt ja mal sagen, ob es euch was gebracht hat, ob es euch überhaupt was gebracht hat, ob es mega scheiße war. Ja, ja, also in dem Sinne, für Fragen, Kritik, alles drum und dran, Kommentare. Ja. Und für Anregungen etc., schreibt mir ruhig alles unten hin. Und bis zum nächsten Video. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.